Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum nächsten Infovideo für Männer, die sich an der Testosteronersatztherapie bei Hypogonadismus interessieren. Wieder mit Dr. Fotis Ispokoudis und er hat sich dieses Mal wirklich ein sehr interessantes Thema rausgesucht. Ich bin selber gespannt und zwar geht es darum, ob Testosteron einen Einfluss darauf hat, ob Männer Diabetes bekommen können. Wie sieht das aus, lieber Fortis? Genau, hallo zusammen. Es geht um die T4-DM-Studie, die fand ich super interessant und aufschlussreich. Also Testosteron vor Diabetes mellitus. Es nennt sich so eine vor kurzem veröffentlichte australische Studie, die einen möglichen Zusammenhang zwischen dem Sexualhormon Testosteron und Diabetes mellitus Typ 2 untersuchte. Das Ergebnis war, mit einer Testosterontherapie, wie sie eigentlich zur Behandlung eines Testosteronmangels eingesetzt wird, kann man die Entstehung eines Diabetes verhindern oder bei kürzlich diagnostizierten Männern wieder rückgängig machen. Krasse Aussage, oder? Ja, krass. Die Studie zeigt auch, wie wichtig es gerade für Männer mit Diabetes Typ 2 oder seiner Vorstufe Prädiabetes ist, auf ihren Testosteronspiegel zu achten. Testosteron hat auch Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Es ist metabolisch aktiv. Deshalb können zu niedrige Testosteronspiegel im Blut Übergewicht und krankhafte Fettsucht, also die Pusitas, wie wir sagen, begünstigen und verstärken. Da im Fettgewebe Botenstoffe gebildet werden, die die Testosteronproduktion im Körper hemmen, führt eine Adipositas selbst auch zu niedrigen Testosteronspiegeln. Es existiert also ein Wechselspiel zwischen Testosteron und dem Fettstoffwechsel, das wissenschaftlich belegt ist, das aber sogar bei Ärzten oft wenig bekannt ist, leider. Eine Adipositas geht wiederum häufig mit weiteren Erkrankungen einher. Hierzu zählt der Diabetes mit mellitus Typ 2. Und im Rahmen der T4-DM-Studie fanden Ärzte und Wissenschaftler nun heraus, dass eine Therapie mit Testosteron die Entstehung eines Diabetes bei Männern mit tendenziell niedrigen Testosteronspiegeln beziehungsweise erniedrigt oder im unteren Normbereich verhindern kann. Und die Ergebnisse der Untersuchung waren der wissenschaftlichen Gemeinschaft so wichtig, dass sie in einer der renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht wurden, dem New England Journal of Medicine. Und in die Untersuchung wurden Männer eingeschlossen, quasi die einen Gesamttestosteronspiegel bei unter 14 Nanomol pro Liter aufwiesen. Und 12,1 Nanomol pro Liter gilt laut aktueller urologischen Leitlinien als unterer Grenzwert des Normbereiches. Und entweder vor kurzem mit Diabetes mellitus 2 diagnostiziert worden waren oder an Prädiabetes litten, also der Vorstufe von Diabetes mellitus. Nach dem Zufallsprinzip erhielten sie 2 Jahre lang alle 3 Monate entweder eine Testosteronspritze oder ein Scheinmedikament ohne Wirkstoff, Placebo, wie wir sagen. Zusätzlich erfolgte bei allen Studienteilnehmern eine Lebensstiländerung nach dem Weight Watcher-Prinzip. Nach der 2-jährigen Studienzeit war der Anteil an Männern mit Diabetes Typ 2 in der Testosterongruppe signifikant niedriger als der Placebo-Gruppe, 12% versus 21%. Und bei über der Hälfte der mit Testosteron behandelten normalisierte sich der Blutzucker sogar vollständig, 52% im Gegensatz zu 43% der Placebo-Gruppe. Und quasi der antidiabetische Effekt war dabei genauso gut oder sogar größer als bei oraler Einnahme von etablierten Medikamenten gegen Diabetes wie Metformin. Und Metformin ist übrigens die erste Wahl bei der Therapie von Diabetes. Also man fängt quasi mit Metformin an. Also das waren schon, finde ich, krasse Ergebnisse von der Studie, ja, die echt mega interessant sind, oder? Für mich ist interessant, dass die Ärzte endlich darauf aufmerksam werden. Also das ist alter Tobak für Bodybuilder, weil Bodybuilder wissen, dass wenn sie Testo zu sich nehmen, der Fettstoffwechsel sich verbessert. Mit Testo ist es so, dass du mehr Fett verbrennst. Und das hat hauptsächlich damit zu tun, dass die Insulinsensitivität gesteigert wird. Jetzt ist es so, dass du das Glykogen besser einlagern kannst, Kohlenhydrate besser als Energiequelle nutzt. Und wenn du dann noch kombiniert mit deiner Diät, du hast jetzt Weight Watcher Diät gesagt hast, dann ist natürlich so, dass ein Double Whammy, also ich kann mir vorstellen, dass
wenn sich niemand an eine Diät hält, ja, und trotzdem Testo nehmen, da gibt es auch Studien dazu, da ist es so, dass die Gruppe, die trainiert und Testosteron substituiert, also die haben im Schnitt 6 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Ja, die, die nicht trainieren und Testo nehmen, die haben, soweit ich weiß, 4 Kilo Muskeln zugenommen. Und die, die trainieren und kein Testo nehmen, plus 2 Kilo, klar, die, die nicht trainieren und kein Testo nehmen, die hatten gar keinen Effekt. Ja? Also das wissen Bodybuilder schon lange, dass die Insulinsensitivität, die Fettverbrennung stark davon profitiert. Besonders am Anfang ist es so, das viszerale Fett, also das Fett unter dem, ich sage jetzt mal Bauch, unter der Bauchdecke, das wird am besten, also am schnellsten auch angegangen durch einen gesunden Hormonhaushalt. Danke. Ja. Klasse. Ja, eben, genau. Leider werden wir Ärzte quasi mit den Hormonen nicht so ausgiebig auseinandergesetzt. Wahrscheinlich vielleicht auch, weil die Studienlage bisher nicht so mega ausgeprägt war. Aber ich muss auch sagen, also mit den Ergebnissen von den Studien, die wir jetzt zuletzt in den letzten Jahren haben, müssen wir Ärzte auch viel mehr informiert werden, mehr in die Tiefe gehen. Ihr müsst Pumpen kommen, ihr müsst Eisen stemmen, dann tauschen wir uns aus und danach haben beide was davon. Das wäre eine Win-Win-Situation, genau. Danke, also bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Fortis. Danke dir auch.